Moin, moin. In diesem Video geht es um den Regenwald. In diesem Video werden drei wichtige Fragen beantwortet. Was ist das Besondere an den Bäumen? Wofür wird der Regenwald abgeholzt? Was passiert, wenn der Regenwald abgeholzt wird? Fangen wir jetzt mal an, würde ich mal sagen. Jedes Jahr werden 158.000 Quadratkilometer tropischer Regenwald abgeholzt. Weltweit sind es rund 300.000 Quadratkilometer Wald, was ich schon ziemlich krass finde. Der Regenwald wird für verschiedene Sachen abgeholzt, zum Beispiel Holz, Papier, Ölpalmen oder Sojaplantagen. Durch die Abholzung wird Platz für verschiedene Sachen gemacht, wie zum Beispiel Rinderweiden oder zur Ausbeutung von Bodenschätzen wie Eisen, Gold, Öl oder Gras. Der Regenwald wird für verschiedene Regenwälder gibt es auf jedem Kontinent der Erde, außer natürlich in der Antarktis. Das größte zusammenhängende Gebiet an tropischem Regenwald befindet sich am Amazonas. Was ist das Besondere an den Bäumen? Natürlich fragt ihr euch das. Ich frage mich das auch. Das Holz, was im Regenwald abgeholzt wird, sind sehr alte Bäume, die logischerweise im Regenwald wachsen. Dort standen die Bäume viele hunderte Jahre, ohne dass je ein Mensch sie angefasst hat. Durch das Abholzen verlieren logischerweise viele Tiere ihre Lebensräume. Häufig werden die Tierarten durch sowas ausgerottet. Natürlich unterscheiden sich die Regenwälder auf der Erde auch. Je nachdem, ob sie in Südamerika, Afrika, Asien oder Australien wachsen. Die Gründe sind aber weltweit die gleichen. Wofür wird der Regenwald abgeholzt? Zum Beispiel wird der Regenwald für Rinderweiden abgeholzt oder die Umwandlung von Wäldern in Ölpalmen, Soja, Bananen oder Kaffeeplantagen. Weitere Gründe sind Bodenschätze wie Eisenerz, Gold, Öl oder Gas. Nachdem die Bäume abgebrannt werden, wird die Asche liegen gelassen und als Dünger benutzt. Die freien Flächen werden dann zum Beispiel mit Gras besät und als Weidenfläche für tausende Rinder verwendet. Die Frage ist, was passiert, wenn der Regenwald abgeholzt wird? An erster Stelle würden wir die Arten und die Tiere verlieren, wenn der Regenwald weiter abgeholzt werden, weil logischerweise die Tiere ihren Lebensraum verlieren. Jeden Tag sterben mehr als 100 Arten für immer aus. Als ich das gelesen habe, war ich echt ganz schön baff. Die Bäume und Torfmoore speichern viel CO2, das durch die Abholzung in die Atmosphäre entweicht. Nachdem der Regenwald abgeholzt wird, ist der Boden sehr unfruchtbar. Dazu kommt noch, dass wenn wir den Regenwald weiter abholzen, viele Tierarten, die bis heute noch nicht entdeckt wurden, einfach aussterben. Was hat das für Auswirkungen auf das Klima? Die Regenwälder stabilisieren das Klima der Welt, indem sie der Atmosphäre Kohlenstoffdioxid entziehen und stattdessen Sauerstoff abgeben, was man halt schon in der Schule gelernt hat, ja? Allein der Amazonas-Regenwald schluckt etwa 10 Milliarden Tonnen CO2 im Jahr. Wie eben schon gesagt, speichern die Tropenwälder und die Torfmoore besonders viel CO2. Wird der Regenwald weiter abgeholzt, steigen große Mengen Kohlenstoffdioxid in die Atmosphäre auf. Die Schicht aus Kohlenstoffdioxid in der Atmosphäre wirkt wie das Glasdach eines Treibhauses. Deshalb nennt man CO2 auch Treibhausgas, weil es zu globalen Erwärmungen beiträgt. Wenn es weltweit nur wenige Grade wärmer wird, steigen bereits die Meeresspiegel an, weil die Eisberge an den Polen der Erde schmelzen. Auch gibt es dadurch immer mehr extremes Wetter wie Überschwemmungen und Dürren. Viele Forscher schätzen, dass sich der Anteil an Kohlenstoffdioxid in der Atmosphäre um ein Viertel erhöhen würde, wenn alle tropischen Regenwälder der Welt vernichtet wären. Das war's mit diesem Video erstmal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dran denken, nicht den Regenwald abholzen. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Wenn es euch super gefallen hat, lasst ein Abo da. Tschüssi, haut rein, bye bye.